21. Zar. Für Yalan ist es über einen Monat her, dass er die warme Stadt und die Pforten in die Thulamide-Lande verlassen hat. Ein eigenes Kontor, das fühlt sich doch etwas ferner an. Von deinen ehemaligen Begleitern ist keiner hier. Ephadaios und Brintigian sind auf dem Schiff geblieben, Rodrigo und Vascha verschollen in Valusa und Kasim müsste irgendwo in einer Magierakademie herumgeistern, wenn er nicht weitergezogen ist. Ragnar war noch nie hier und auch für Romilly ist es das erste Mal. Der Weg durch das marschige Delta war ungastlich. Insekten und Alligatoren gab es hier zuhauf. Die Luft war unangenehm schwül und bildet einen krassen Kontrast zu dem schwarzen Eis, was ihr vor einer Woche erst gesehen hattet. Zum Glück gab es hier keine Schlinger, von denen Ragnar, der Geschichtenerzähler, sprach. Die Stadt selber, Kuntium, ist gigantisch groß und Yalan hat hier sofort die Orientierung verloren, so dass Yargold euch helfen musste. Jetzt, nach einiger Zeit, sitzt ihr gemütlich auf einem Sitzsack vor eurem Kontor, was noch keinen Namen trägt, zwei Wasserpfeifen mit verschiedenen Aromen vor euch und die Sonne brennt herunter. Ein kleines, freilaufendes Äffchen mopst euch ab und zu wieder ein paar Datteln und Feigen. Ragnar ist vor einiger Zeit mit dem Schuldschein zu Yalan gegangen, hatte ihm den übergeben und ist dann im Kontor selber verschwunden, um sich hier einmal umzusehen. Höchstwahrscheinlich möchte er hier verweilen, hier bleiben, gemeinsam mit Fiona und sich dem Kontor annehmen als Schatzmeister. Man sollte kaum glauben, dass es um diese Jahreszeit noch so fast schon unerträglich warm hier unten ist. Kältefest ist eine willkommene Abwechslung. Mag das ja nicht. Er war gerade am Anfang auf Maraskan immer sehr unbehaglich wegen der Wärme. Ich meine, man gewöhnt sich an vieles, schätze ich, aber. Ach, ich weiß auch nicht. Wo ich herkomme, ist es oft kalt. Bei euch zu Hause ja auch, nehme ich an. Natürlich. Aber das heißt noch lange nicht, dass mir die Kälte zusagt. Wie lange bleiben wir jetzt hier? Also, was haben wir hier vor, außer dass wir Kuntium anlaufen? Nicht lange. Wir haben ein paar Waren umgesetzt, haben Fiona an Land gebracht, ihren Wunsch nach. Wir werden schauen müssen, ich werde mich mit Ragnar nochmal absprechen, ob wir noch weitere Söldner anheuern müssen, um die Verluste bei den Schützen auszugleichen. Und dann werden wir uns auch wieder auf den Weg machen. Ich erwarte nicht, dass wir noch länger als höchstens 2 Tage hier sind. Also Vielleicht wenn jemand... sollten wir noch einige Vorräte besorgen. Ein wenig was Wenn... Frisches kann sicherlich nicht schaden. Wenn euch denn was einfällt, kümmert euch am besten heute noch drum. Wenn jemand seinen Landgang genießen möchte, sollte dies auch am besten heute tun. Mal wieder in ein Bordell. Fragt am besten Ragnar, der findet vermutlich eins, auch wenn er noch nie hier war. Ja. Während ihr euch da unterhaltet über Bordelle und dergleichen, kommt die Straße entlang eine Gestalt euch entgegen, die trotz der Hitze eine Eisenrüstung trägt und scheinbar sehr schwer gerüstet unterwegs zu sein scheint. Ihm hinterherläuft ein kleiner Junge, der auch scheinbar ziemlich überladen ist mit weiteren Waffen. Der Mann, der auf euch zustolziert, läuft mit stolz geschwellter Brust. Auf seinem Kürass, den er trägt, seht ihr einen geflügelten Löwen, unter dem zwei Kunshommer angebracht sind. Sein Gesicht ist kupferfarben, braune, sehr kurze Haare, Stoppelhaare sozusagen, kommen aus seiner kupferfarbenen Haut heraus, sodass man sie fast gar nicht erkennt. Über seinen Rücken trägt er einen Rondra-Kamm gespannt. Und er scheint relativ verzweifelt gerade diese Straßen entlang zu laufen und nicht wirklich herauszufinden, wo er hin muss. Ilal, ist das es? Oder müssen wir dahin? Ich Wo ist weiß dieses nicht, verdammte Herr. Kontor? Ich weiß nicht, Herr. Ich trage nur die Waffen. Verdammt. Der Mann holt irgendeinen Zettel raus, scheint sich den nochmal anzugucken, kratzt sich über die Stoppeln an seinem Kopf. Guckt euch dann an. Rondra zum Gruße. Rondra zum Gruße. Verzeihung, ich suche das Kontor. Wie heißt das Kontor nochmal? Hat keinen Namen. Ach so. Das ist schwierig. Das Konto ohne Namen. Ich suche das Kontor ohne Namen.
Ihr meint das, was vor einem Monat noch leer stand? Das ist hier. Alan erhebt sich dann noch aus seinem Sack, kneift die Augen gegen die Sonne zusammen. Wer will das denn wissen? Nun, ich bin Ahmad Khada al-Bakra ibn Nasreddin, eines Zeichen Geweihter der göttlichen Neuen. Oh. Bin im Auftrag unterwegs. Einer, ich habe euch ja erst gar nicht erkannt gegen die Sonne. Kommt doch heran, setzt euch. Ja, dann kommt Ahmad auch mal auf euch zu. Setzt sich mit einem schweren Seufzer da auf irgendeinen dieser Sitze. Ah. Nun, es sind mir einige Informationen zu Ohren gekommen. Nun, eigentlich nicht direkt mir, sondern unserer Matriarchin, Ayla von Schattengrund. Ich habe direkt einen Befehl von ihr, einen sogenannten Yalan Greifenmund von Schnattermoor zu suchen. Ah, Yalans freundliches Grinsen versauert sich dann ein wenig, als er den Namen Schattengrund hört. Das wäre dann ich, sagte sie dann auch, was genau ihr hier sollt. Nun, für mich gab es die Befehle, mit an Bord zu kommen. Allerdings möchte ich dies mit euch besprechen. Ich möchte euch nicht befehlen, mich an Bord zu nehmen. Ich möchte euch bitten. Ich habe gehört, ihr besitzt ein Schiff, das eigentlich kein Schiff ist. Und ich möchte sicher gehen, dass dieses Schiff nicht wieder in die Hände der Feinde fällt. Gut. Und ich möchte mich auch vom Seelenheil der Leute am Schiff überzeugen. Er nickt dir einmal bedeutungsschwer zu, schiebt dir dann auch einen gesiegelten Brief rüber. Nehme ich mal, aber öffne ihn gerade nicht, ich traue ihm einfach. Sie möchte also ihren eigenen Beobachter auf der Gezeitenspinne haben. Richtig. Laut meinen Befehlen habt ihr euch auch ihrem Befehl geweigert, diese Arche zu zerstören. Nun, ihr seid nicht hierher gekommen und habt mir einfach befohlen, euch an Bord zu nehmen. Von daher glaube ich einfach mal, dass ihr euch zu benehmen wisst. Wegen mir könnt ihr mitkommen. Ahmad neigt einmal den Kopf. Herzlichen Dank, euer Wohlgeboren. Ja, das hier ist meine Begleiterin, Romilly McGarren. Er freut euch kennenzulernen. Mit dem Geweihten zu. Achso, Entschuldigung, auf welcher Sprache reden wir gerade? Also ich kann Ptolemidia. Das ist gut. Romilly steht da nur. Wird schon stimmen, was die sagen. Okay, wenn ich sie vorstelle, wechsle ich dann ins Gareti auch, um mal zu gucken, ob der Geweihte dessen mächtig ist. Ah, Gareti, nicht gut. Muss lernen. Ja, ich kenne da jemanden, der kann euch helfen. Das kriegen wir schon hin. Ja, Ahmad nickt dir noch einmal zu. Würde dann auch nochmals hinter sich gucken, wo ein ungefähr 13-jähriger Junge mit einigen Waffen, die er trägt, steht. Das hier ist mein... Ahmad hält kurz inne. Dann sagt er, wie es ist. Mein Sklave, Hilal. Euer Sklave. Richtig. Guten Tag, mein Herr. Er ist dafür... es ist seine Aufgabe, meine Waffen zu tragen. Ich möchte kurz Götterkulte werfen. Ist das normal? Ja, dann würfel Götterkulte. Ja, ich bin schon dran. Fremde Kultur? Nee. Also, ja. Fremde Länder, fremde Sitten, schätze ich. Er wird euch nicht weiter stören in dem, was ihr tut. Ich bin gar nicht da. Ja. Setz dich doch auch, Junge. Du siehst ziemlich fertig aus. Dann kommen zwei weitere Gestalten den Steg bzw. die Hafenanlage zu euch in Richtung Süden. Eine Frau, die habt ihr wohl schon des öfteren Mal gesehen. Ragnar hatte sich vor ein paar Augenblicken erst mit ihr unterhalten. In Begleitung eines hübschen Jünglings, ungefähr Mitte 20. Beschreib dich doch einfach mal. Ja. Wie du bereits gesagt hast, ein durchaus gut aussehender Mann mit welligen dunkelblonden Haar,
markanten Augen die Aufmerksamkeit, die Umgebung betrachten. Einen leichten Stoppelbart, hat einen großen, breitkrempigen Federhut auf dem Kopf. Trägt, ja, doch ein sehr gutes Hemd, gute Hosen, darüber ein Mantel, der durchaus verziert ist. Und ihn kennzeichnen als Mitglied der Alanfanischen Flotte. Sprich, schwarz mit einigen goldfarbenen Insignien. Hohe Stiefel und man kann an seinem Hals sogar erkennen, dass er unter der Kleidung halb versteckt eine Lederrüstung trägt. Und er hat einen Gehstock und marschiert gemütlich vor sich hin. Meine Herren, ich möchte euch nicht unterbrechen, nicht stören, aber ich dachte mir, ich hatte mich vorhin so nett mit dem Herrn Drachentöter unterhalten und da sagte er mir, dass ihr ein Schiff habt und da meine Schiffe aktuell alle weg sind, ich wollte euch um etwas bitten, wenn es nicht zu viel Umstände bereitet. Nun, Herr Ragnar sagte mir, er hat ein hervorragendes Geschäft mit euch gemacht und da will ich euch doch einen einfachen Wunsch nicht ausschlagen. Schließlich werden wir noch eine Weile hier nebeneinander hausen müssen. Ich hatte euch ja vor einem Monat zu eurer Einweihung schon gesagt, dass, dass mein Angetrauter verschwunden ist und das Schicksal ungewiss ist, nicht wahr? Wisst ihr das noch? Ja, natürlich. Ihr sagtet damals, ihr hättet einige Glücksritter nach seiner Suche ausgesandt. Das ist nur halb richtig. Ich war nicht ganz ehrlich. Ihr müsst verstehen, wenn einem der Gatte genommen wird, dann... Ich suche nicht ihn, sondern eher meinen Vater, der gemeinsam mit ihm verschwunden ist. Diese Glücksritter, die ausgezogen sind, haben Mansur ibn Suleiman, also meinen Gatten, gefunden hier im Hafen. Sie haben ihn treibend im Wasser gefunden, aber darum soll es jetzt auch nicht gehen. Zumindest sind sie zusammen mit der... ich glaube, es war die Aslama aufgebrochen bei Hasim ibn Chadi und die Expedition wird vermisst. Niemand weiß genau, was mit ihnen passiert ist. Sie wollten zum Archipel der Perlen und da habe ich mich jetzt gerade mit Herrn Karinor darüber unterhalten. Und ich sagte, ich habe kein Schiff und kann nichts Genaues über diese Expedition herausfinden, aber er bot sich an, dass er mir helfen möchte. Und naja, wenn ihr aufbrecht und die blutige See befahrt, das Perlenmeer, dann könntet ihr Ausschau halten, ob ihr etwas darüber herausfindet. Und Herr Karinor hat sich angeboten, dass er die Augen offen hält. Ja, darauf trete ich vor, tippe einmal mit der Hand an die Krempe meines Huts, verbeugt mich leicht, erlaubt mir mich vorzustellen. Chiaras Dofaminio Karinor. Angenehm. Jalan Greifenmund. Er streckte die Hand entgegen. Wird dann auch mit etwas zurückhaltendem Blick genommen. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Nun, das Archipel der Perlen ist doch ziemlich weit weg von hier, nicht wahr? Das weiß ich nicht. Ich habe noch nie es gesehen oder davon, also diese Glücksritter, es ist etwas komplizierter. Das Archipel der Perlen wurde entdeckt und zwar von Ruban ibn Dahmani und mein Vater und mein Ehemann sind aufgebrochen. Und jetzt ist mein Mann zurückgekommen, aber mein Vater nicht. Und um unsere Werft zu retten, brauchen wir Investoren und ich möchte ungern auf die Zornbrechts zurückkommen und jetzt habe ich, wie gesagt, diesen netten Herrn kennengelernt und er sagt, er möchte mir helfen, meinen Vater zu finden, aber das geht, wie gesagt, nicht, wenn ich nicht weiß, wo die Aslama ist und die Glücksritter, die Position haben, weil, sie haben die Karte von Herrn Dahmani bekommen und jetzt weiß ich nicht, wo mein Vater ist und ob er zurückkommt und ob er noch lebt und wenn ihr die blutige See befahrt, dann könnt ihr ja sicherlich einmal vielleicht nicht unbedingt das Archipel der Perlen finden, aber zumindest die Aslama. Vielleicht findet ihr auch das Archipel und könnt meinen Vater retten, wenn es ihn noch gibt und wenn er
Ich bin so verzweifelt. Als wir zufällig auf etwas stoßen, bin ich natürlich geneigt, der Sache nachzugehen. Aber ich werde nicht eine Reise ins Blaue organisieren für die ferne Wahrscheinlichkeit, dass wir euren Vater dort finden könnten. Nein, nein, ihr sollt ja auch gar nicht zum Archipel selber, also das ist eine sehr gefährliche Reise und das kann man nur mit einem äußerst guten Schiff schaffen und mit guten Karten, also die von Herrn Dachmani, aber die sind ja weg und ich dachte mir einfach nur... Es wäre durchaus praktisch, wenn solche Karten wieder auftauchen würden. Ohne falsche Bescheidenheit ist es durchaus eines meiner Talente, Karten zu lesen, neu zu interpretieren und auch versteckte Orte wiederzufinden. Kartograf also? Unter anderem. Davon kann man nie genug haben, schätze ich. Wenn ihr keinen Ärger macht, könnt ihr mitfahren. Ärger? Aber ich? Niemals. Ihr seht im Moment nicht unbedingt so aus, als würdet ihr welchen machen. Oh, keineswegs. Ich werde euch sicher nicht im Weg stehen. Nun gut, wir werden übermorgen abreisen. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich erst einmal herbeikommen und euch dem Rest der Mannschaft vorstellen. Oder ihr könnt die Handelsdame wieder zu ihrem Hause begleiten, wenn ihr möchtet. Wo ist denn eure kleine Lorcha? Die habe ich gar nicht gesehen, als ihr hergekommen seid. Nun, die ist derzeit in Valusa, schätze ich. Ach, da habt ihr auch ein Kontor. Das ist ja... Ach, da habe ich mich ja gleich an die Richtigen gewandt. Seid euch versichert, dass wir ein Problem haben werden, euren Mitgesandten unterzubringen. Da bin ich mir sicher. Ich nehme nicht viel Platz ein. Na gut, dann kommt doch erstmal. Da ist jetzt ein Nachmat von der Rondra-Kirche, der ebenfalls gerade erst ankam. Und reden wir auch auf Tulamidia oder auf Gareti? Oh, das ist mir gleich. Ich kann beides. Okay, gut, wenn wir auf Tulamidia waren, wird jetzt nochmal wieder gewechselt, damit Rommeli mittreten kann. Und das hier ist unsere Kundschafterin, Rommeli McGarren. Sehr erfreut. Ah, hübsche Dame, es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Chiaras Dofemini Karinor. Ein sehr wohlklingender Name. Hab Dank. Aber wenn die Herren mich nun entschuldigen würden. Zeit hier in der Stadt ist kurz und ich möchte noch einiges erledigen, bevor wir wieder aufbrechen. Das werde ich wohl auch müssen. Ich möchte unsere beiden neuen Begleiter natürlich ungern allein hier sitzen lassen. Möchtet ihr vielleicht einen von uns beiden begleiten, dass man sich auf dem Weg ein wenig näher kennenlernen kann? Oh, durchaus. Wenn ich euch helfen kann in dieser Stadt, um eure Erledigung schneller zu erfüllen, dann ist es nur umso besser, oder? Umso besser. Ich kenne mich leider vor Ort nicht gar so gut aus. Ich gehen müssen. Effort. Bitte nochmal auf Tulamidia angesprochen. Effa-Tempel, sollen wir euch begleiten oder möchtet ihr alleine gehen? Ansonsten würde ich vorschlagen, wir treffen uns zu einem Abendmahl wieder hier im Kontor. Ich war noch nie in Kontor. Er kratzt sich wieder über die Stoppeln. Ich weiß nicht, wo hier der Effa-Tempel ist. Ich nehme mal an, am Hafen. Ich werde ihn schon finden. Nun, ansonsten kommt ihr vielleicht besser mit. Es wird dann zwar eine etwas längere Reise, aber hier seht ihr das von der Stadt. Denn, so seltsam sie auch sein mag, sie ist doch an vielen Stellen sehr faszinierend. Und außerdem kann ich euch, den Kapitän, näher kennenlernen. So wie eure Angetraute. Er schaut mal zu Rommeli rüber. Nein. Er nickt einmal. Rommeli schaut nur verwirrt zwischen den Herren hin und her. Wovon reden die gerade? Nichts Wichtiges. Tulamidische Späße. Der Rondrianer will wissen, ob du gefickt wirst von ihm. Rommeli bekommt dezent Schnapp ab. Also,
So kann man es unflätigerweise auch ausdrücken. Nun dann, alle Mann auf ihre Wege. Was ist gefickt? Das fragst du am besten Ragnar. Der hat die ein oder andere Geschichte für dich. Wer, Ragnar? Nicht so wichtig. Ich sehe dann zu, dass ich hier wegkomme. Es werden, sagen wir mal, die Hälfte der Söldner wird bei Romy gelassen als einfache Unterhaltung, als können im Konto sitzen bleiben, ist mir egal, was sie damit macht. Ja, was wollt ihr in Kuntium tun? Was das Wichtigste ist und mich auch die letzten 4 Tage nicht mehr losgelassen hat, möchte ich gerne zum Maraskanviertel. Zu der Meisterschmiedin, deren Namen ich leider vergessen habe. Das ist schon mal gut. Ja, ihre Al-Azim. Wenn du ins Maraskanviertel kommst, wo überall geschrien wird, ziemlich hohe Türme, Aufbauten, die auf Häuser gesetzt werden, die sie unmöglich tragen können, verbunden mit Brücken, die dann das Ganze versuchen zu halten. Der Ahmad, der aus Fasar stammt, wird so ein bisschen an seine Heimat erinnert, wenn du das siehst, aber das Geschrei ist sehr viel größer, auch wenn hier niemand von den Brücken stürzt. Dann, nach einigem Herumfragen, findet ihr die Werkstatt von Yaira Al-Azim und dort auf einem Stuhl sitzend Bisfrabul. Der wird gerade gemustert. Man kann sehen, wie wohl sein Eisenbein, das was eingegossen worden ist, gerade ein neues Gelenk bekommt. Da wurde ja auch teilweise ein bisschen angeschlagen von dem Yamish Akwam, der Waffe von Ephadaios, und sitzt da wohl gerade. Wenn ihr reinkommt, schaut euch Yaira an. Einen Monat später. Wie bitte? Einen Monat später, da seid ihr also wieder. Ja, dann war gerade am Erzählen von Boran und von Maraskan und wie schrecklich da doch alles sei. Als er dann hier reinkommt, bleibt er erstmal abrupt stehen. Guck die Schmieden an, guck den Geweihten an. Blutschluck. Ja dann, was willst du hier? Was wollt ihr denn hier? Lass mir ein neues Bein anfertigen. Alte Kurz. Freunde. Der Leibwächter unseres Schatzmeisters. Oder ein wahnsinniger Irrer, je nachdem, wen man fragt. Okay. Ich gab euch bereits eine zweite Chance und ihr habt sie nicht genutzt. Das ist die dritte. Ich würde euch jetzt hier und Stelle in dieser Stadt richten. Aber da ich weiß, dass der Chor-Tempel damit ein massives Problem hat und ich dieses Tempels bereits verwiesen worden bin, werden wir das andernorts klären. Sollte ich euch jemals wieder erblicken, schneide ich euch den Kopf ab. Das möchte ich doch wohl zu gern sehen. Oh, wir können direkt nach draußen gehen und das klären. Antiopaler Tor. Ja, aber wichtigeres zu tun, als mich mit euch herumzuprügeln, Blutschluck. Ich fände so ein Duell sehr ehrenhaft gegen einen Chorgeweihten. Als Kapitän einer Dämonenarche würde euch das vielleicht euren Ruf festigen. Müsst ihr das denn von allen Häusern brüllen? Die Maraskaner werden das gleich hören und dann weiß es jeder. Oh ja, Alan, du hast mich ausgetauscht gegen einen Rondrianer. Das ging ja schnell. Und du erzählst ihm von der Arche? Oh mein Gott, bist du dumm. Wisst ihr was? Macht das unter euch aus. Werte Dame, wenn es gerade unangenehm ist, komme ich ein anderes Mal wieder. Was soll ich denn jetzt wieder für euch tun? Ich bin zu meiner großen Schande mit einer Bitte bei euch. Nachdem ich euch letztes Mal ja fast schon beleidigen musste mit einer Kleinigkeit in einem Streitkolben, befinde ich mich in der Situation, ein neues Schwert zu brauchen, nachdem mein letztes im Hals eines Dämons ein Ende gefunden hat. Was ist denn mit dem Streitkolben passiert? Radkolben ist eine vorzügliche Waffe, wie ich sagen muss. Und mein Begleiter Ragnar kann das ebenfalls bestätigen, aber es ist nun mal keine sonderlich ehrenhafte Waffe in einem Zweikampf. Das heißt, ihr gebt den Streitkolben, den ich für eure Hände gefertigt habe, nachdem ich sie ausgemessen habe, weiter an einen Kameraden und benutzt ihn nicht? Tut mir leid, ich habe gerade etwas anderes zu tun, etwas, was meine
Ideenkraft etwas mehr Ansporn verleiht als ein schnöder Streitkolben. Ich werde mich jetzt um das Bein dieses Geweihten kümmern. Jawohl. Ihr könnt ja eure, nun ja, Waffe in einem Ingrim-Tempel schmieden lassen. Die werden sicherlich auch ganz gute Sachen haben. Und damit winkt sie dich ziemlich abfällig raus. Nachdem ich das Ganze irgendwie interessiert belustigt mit angeschaut habe, lächel ich plötzlich. Ah, fast wie zu Hause. Achmat schaut Jalan einfach nur zweifelnd an. Der schaut zähneknirschend zurück. Ho, Rondriana, ja. Du wärst sicherlich auch ein guter Kampf. Wir treffen uns noch. Wollen wir es hoffen? Erst schneide ich dem Kapitän hier eure Arche den Kopf von den Schultern und danach messen wir uns. Zwinkert er dir zu. Ja, die Achmat erwartet eine Reaktion von Jalan. Ja, der würfelt kurz Rachsucht. Und sie triggert. Na gut, Blutschluck. Antiopalator, morgen früh. So sei es. Achmat nickt auf jeden Fall jetzt sehr zufrieden. Gut, Abmarsch. Ja, das war der erste Punkt eurer Reise. Kiaras, möchte das noch kommentieren? Dahinter gibt es doch sicherlich eine interessante Geschichte, oder? Nicht so sehr interessant, als vielmehr wahnsinnig. Genauso wie der Mann dort hinten wahnsinnig ist. Oh, das kann ich bestätigen. Alle von diesem kurzen Austausch. Vom Gemüt der Schmiedin müssen wir nicht sprechen. Na gut, ah, ja. Nicht das erste Mal, dass wir uns mit Leuten auseinandersetzen müssen, die selten dabei sind, wenn die Sachen schief gehen. Nun, wie gesagt, nicht viel anders als im Süden. Doch überraschend weniger Untote. Untote. Ah, Brabaka. Ja, gehen wir weiter. Ich werde wohl erst einmal... Richtig, genau. Gehen wir weiter. Ja, wo soll's als nächstes hingehen? Richtig, ich brauche immer noch einen neuen Schild. Entsprechend wird sich der vermutlich auf dem Markt oder bei irgendeinem x-beliebigen Schmiede auftreiben lassen. Das ist ja keine anspruchsvolle Arbeit. Ja, richtig. Also hier im maraskanischen Schmiedeviertel wirst du sowas auch finden. Verschiedene Größen, verschiedene Ausfertigungen. Viel Geplapper von den Maraskanern, aber du kannst dir auch dein Schild kaufen. Gut. Müssen wir nicht ausspielen. Schreiben wir hinterher auf die Einkaufsliste. Genau. Nun gut, ihr sagtet doch, ihr wolltet zum Effa-Tempel. Warum? Statt nehme ich dem erstmal einen Besuch ab. Alles klar. Wisst ihr, wo dieser Tempel ist? Leider nicht. Unser Steuermann auf der Arche wüsste es wohl, aber... auf dem Schiff, meine ich, wüsste es wohl, aber der ist derzeit nicht hier. Oh, ich habe ihn durchaus schon einmal besucht, den Effa-Tempel hier. Nach einer langen Reise bietet es sich an. Wenn ihr wollt, kann ich euch hinführen. Das wäre zu gütig. Ich finde mich leider allein in der Stadt nicht gut zurecht. Ja, wenn ihr zum Effort-Tempel gehen möchtet, das muss, glaube ich, auch nicht ausgespielt werden, es sei denn, es ist extrem wichtig. Mhm. Du bekommst auf alle Fälle deinen Segen auf dem zweiten Schwert von Ashapith, unter der Voraussetzung, dass du Effort gefällig in den Kampf ziehst. Natürlich. Ja, ich würde mir dann auch irgendwie so eine Art Segen für die Reise und für den Schutz vor dämonischem Wirken der Dingensens, also alles nur so flufftechnisches. Ja. Regel. Ja, keine Delfine, keine Wale. Ja, einfach seegefällig kämpfen. Die Regeln sind da gar nicht so sehr schlimm wie die für die Rondrianer, aber gut, dadurch, dass du auch Rondrianer bist, gelten da natürlich beide Regeln dann. Ja, dann würde ich dieses Schwert
dass ich an meine Seite hänge und nicht mehr meinem Hilal zum Tragen mitgebe. Auch gleich in dem Tempel seinem neuen Namen geben. Dann nenne ich es Al-Hukam alias Sifa, was so viel wie Sturmherrscher bedeutet. Und dann nickt der Rondrianer Ahmad sehr zufrieden und hängt sich dieses Schwert an die Seite.